Egal, was ihr geplant habt, es wird immer jemanden geben, der alles ruiniert. Meine Mitbewohnerin geht raus und lässt die Tür offen. Oh, warum ist das so kalt? Oh, die Tür ist mal wieder offen. Bist du Elsa oder was? Oh Mann, ich bin dran, das Geschirr zu spülen. Und natürlich braucht meine Mitbewohnerin in diesem Moment etwas aus dem Schrank. Hey, ich wasch grad ab. Mann, schließ endlich mal die Türen. Wann wird sie das lernen? Ich werde ihr eine Lektion erteilen. Oh nein, sie hat nicht einmal die Badezimmertür abgeschlossen. Nicht schon wieder. Aber weißt du was? Ich lasse die Tür offen. Du musst dich dran gewöhnen. Ich liebe es zu naschen. Trauben, Schokoladenkekse, Schlagsahne. Lecker. Puh, ich bin zu faul, um Geschirr zu spülen. Ich werde einfach so tun, als wäre der Teller noch voll mit Essen. Abgebissene Kekse, eine Weintraube. Das alles, nur um nicht abwaschen zu müssen? Aber jetzt kann ich den Teller in den Kühlschrank stellen, anstatt ihn in die Spüle zu legen. Meine Mitbewohnerin hat Hunger und schaut in den Kühlschrank. Pfui, was ist das? Ein Teller mit Resten? Ist das so schwer, das Geschirr zu spülen? Ich will das alles auf dich werfen. Ich glaube, meine Gebete wurden erhört. Ich muss leider noch ziemlich viel pauken. Die Prüfung ist morgen. Ein Glück hilft mir jemand beim Lernen. Eine Lehrerin hatte Zeit. Und alles ist völlig normal, bis sie hereinkommt. Meine Mitbewohnerin, warum siehst du so aus? Oh nein, geh weg. Bitte geh einfach weg. Das kann echt nicht wahr sein. Sie nimmt die Tasse direkt aus den Händen des Lehrers. Und trinkt daraus. Das war's dann wohl. Sag mal, spinnst du? Ich hasse dich. Man kann sich auch verletzen. Zum Beispiel, wenn Schaum auf dem Boden liegt. Früher oder später rutsche ich darauf aus. Oh, das kann echt nicht wahr sein. Hey, was soll das? Hey, hörst du mich? Ja, ja, du scheinst wohl gern Schaumpartys zu machen. Schaut sie euch an. Ich gehe ins Bad und sehe überall Schaum. Kannst du nicht sauber machen? Überall Schaum, eine volle Badewanne und Pfützen auf dem Boden. Das ist jedes Mal dasselbe. Ich glaube, ich explodiere gleich. Oh, meine Mitbewohnerin ist ein Albtraum. Es regnet ziemlich doll. Ich bin total nass. Und mein Regenschirm ist auch nass. Kannst du den kurz halten? Ich ziehe meine Jacke aus. Aber meine Mitbewohnerin will mich wieder ärgern. Der Regenschirm muss getrocknet werden. Sie öffnet ihn. Und das Wasser fliegt direkt ins Gesicht. Willkommen zu Hause. Ich hab dir gesagt, du sollst den nur halten. Ich trage meinen Lippenstift auf. Diese Farbe ist toll. Es fühlt sich an, als würde meine Mitbewohnerin ihren Lippenstift speziell für mich kaufen. Ups, ich habe ihn kaputt gemacht. Was mache ich jetzt? Mach die Kappe zu und verschwinde. Aber Geheimnisse bleiben nicht lange geheim. Früher oder später wird meine Mitbewohnerin das Make-up entdecken. Du hast wohl nicht daran gedacht, den Lippenstift von deinen Lippen abzuwischen, oder? Was hast du dir dabei gedacht? Natürlich war sie das. Ich habe den Beweis und muss nicht Sherlock Holmes sein. Natürlich gibt es manchmal bessere Momente. Sie isst Chips und ich mache meine Nägel. Jeder kümmert sich um seine eigenen Angelegenheiten. Aber es macht viel mehr Spaß, zusammen abzuhängen und sich einen Film anzusehen. Oh, jemand ruft an. Und ich habe gerade den Nagellack aufgetragen. Kannst du mir mein Smartphone geben? Was? Hast du gerade deine Hand abgeleckt? Mein Smartphone ist voller Bazillen. Und es ist mit fettigen Krümeln bedeckt. Was? Sie legt es auch noch an mein Ohr? Herrgott, für wen hält sie sich? Ich atme tief ein und zähle langsam bis 10. Einfach nur da sitzen und ein Buch lesen. Das ist das Beste. Solange mich niemand stört. Ich muss aufpassen. Meine Mitbewohnerin hat ganz andere Pläne.
Warum musst du gerade jetzt reinplatzen, um Musik zu hören? Bin ich im Kindergarten? Ich bin kurz davor, das Buch in eine Waffe zu verwandeln. Hör auf zu tanzen! Ich werde den Lautsprecher verstecken. Wir streiten uns jeden Tag. Ich habe ein leckeres Dessert selbst gemacht. Und die Fruchtdekorationen sehen aus wie ein Kunstwerk. Ein Stück Mandarine und eine Orangenscheibe. Eine Kiwischeibe. Und die Kirsche darf nicht fehlen. Sie geht in den Mund meines Mitbewohners. Hey, mach dir selber was. Ich könnte dir eine klatschen. Du bekommst deinen Preis. Ein Kuchen ins Gesicht. Schmeckt es besser? Ich habe ein Date. Aber ich darf nicht vergessen, dass ich nicht alleine lebe. Meine Mitbewohnerin kommt nach Hause und sie wird die romantische Atmosphäre zerstören. Ihr versteckt euch unter einer Decke? Ist das euer Ernst? Sie ist müde und will sich setzen. Oh Gott, wer ist denn hier drin? Hallo? Oh, peinlich. Und meine Mitbewohnerin sieht sauer aus. Ich lege immer für den nächsten Tag die Klamotten zurecht. Ich bügel alles. Muss morgens da nichts mehr machen. Ich bin so müde, aber ich muss mich zusammenreißen. Aber ich lebe ja nicht allein. Ich werde am Morgen möglicherweise überrascht sein. Was soll das? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Gib mir jetzt meinen Pulli. Sorry, ich bin spät dran. WG-Mitbewohner müssen Privatsphäre akzeptieren. Aber nicht jeder kann das schaffen. Und während meine Mitbewohnerin versucht, sich gesund zu ernähren, esse ich Süßes. Egal wie sehr ich es versuche, mich gesund zu ernähren, gibt es immer jemanden, der versucht, mich auf die dunkle Seite zu ziehen. Natürlich kann ich da nicht widerstehen. Jetzt hat sie es wieder geschafft. Es ist schön, mit meinem Teddybär zu kuscheln. Leider hat meine Mitbewohnerin einen anderen Rhythmus. Ich will schlafen und sie wacht auf. Oh nein, das ist Folter. Sie macht das Licht an und ich war schon im Halbschlaf. Das passiert jeden Tag. Das nervt. Das ist grausam. Schlaf weiter. Ich brauche nur den Föhn. Jetzt geht das schon wieder los. Was brauchst du diesmal? Warum kannst du nicht alles auf einmal nehmen, was du brauchst? Und komm nicht 300 Mal zurück? Was wollte ich nochmal? Es gibt eine großartige Lösung. Schließt einfach die Tür ab. Tja, Pech gehabt. Die Wohnung muss immer schön ordentlich sein. Zum Glück ist es nicht schwierig, den Boden zu wischen. Der Flur ist schon sauber. Wer hat schön sauber gemacht? Ich habe schön sauber gemacht, aber das ändert sich schnell. Es kommen viele Freunde von meiner Mitbewohnerin und machen alles dreckig. Bonbonpapier, Müll und Konfetti. Sie feiert, aber ich muss wieder aufräumen. Wie kann man da denn bitte ruhig bleiben? Endlich eine freie Minute. Ich will mich hinsetzen und einen Film sehen. Mann, ist der spannend. Hey, ich kann nichts sehen. Was soll das? Sie kann doch einfach woanders trainieren. Musst du ausgerechnet vor dem Bildschirm stehen? Oh, sie geht tatsächlich weg. Naja. Jetzt telefoniert sie ziemlich laut. Nicht dein Ernst, oder? Vielleicht bringt dich dieser Bär zur Besinnung. Hey, bist du verrückt? Merk dir das fürs nächste Mal. Mann! Wahrscheinlich wird sie es sowieso nicht verstehen. Hey, du willst jetzt die Pflanze gießen? Mir reicht's, ich verschwinde. Ah, sie wollte nur die Couch für sich haben.
Wenn Menschen unterschiedliche Interessen und Ansichten haben, ist es sehr schwierig, am selben Ort zu sein, sogar wenn man auf derselben Couch sitzt. Man liest, man isst, genauer gesagt, sie verschlingt einen Hamburger und sie blättert mit fettigen Händen durch die Seiten. Ih, wie kannst du so laut kauen? Hast du jemals von Manieren gehört? Damit komme ich echt nicht klar. Es ist echt schwer, wenn man zusammenlebt. Kennt ihr das auch? Streitet ihr euch oft? Oder versteht ihr euch? Schreibt uns eure Stories. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.